Was ist das? Fütterst du den Streunerkater schon wieder? Hä? Ich hab hier nichts. Das Knistern, das... Ja, okay, das ist ein bisschen Katzenfutter, aber die Katze sieht so hungrig aus. Ich sag das zum letzten Mal. Wir füttern den Streunerkater nicht. Der reißt mir den ganzen Rollrasen kaputt. Was machst du da? Ich baue was. Eine Katzenhütte. Aber ich dachte, ich soll die Katze nicht füttern, weil dann kommt die wieder und dann... Ja, ganz einfach. Wenn ich der Katze eine Katzenhütte baue, dann bleibt der Streunerkater endlich von meinem Rollrasen weg. Ja, ist klar. Warum kommst du mit einer Katze an? Willst du deinen Vater umbringen? Ich habe tausendmal gesagt, ich habe eine Tierheilallergie. Die Katze bleibt auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ist die da so lieb? Oh, so ein lieber kleiner Kater auf Papas Arm. Oh, so fein ist er. Oh, so ein lieber kleiner Junge ist er. Ist er Papas kleiner Junge? Ja, ja, doch. Papas kleiner Junge. Nee, ich brauche nichts zum Einkaufen, danke. Ah ja, und denkst du dran, du brauchst der Katze wirklich kein Katzenfutter kaufen, ja? Die kann sich einfach Mäuse fangen. Das war schon immer so, das war früher bei den Familien so, du brauchst ja nicht extra was kaufen. Sag mal, wer von euch hat Lachs gekauft? Was? Das isst hier doch eh niemand. Der Lachs ist für die Katze. Ist wichtig, Omega-3-Fettsäuren. Ist für sein Fell und seine Verdauung. Da hat er momentan doch ein bisschen Probleme. Aha. Wenn der Köter mir nochmal vor die Füße läuft, dann kommt der weg. Echt, ich breche mir noch alle Knochen. Na, wen haben wir denn da? Ist das etwa mein bester Freund? Ja, wer ist denn ein guter Junge? Ja, du bist ein guter Junge. Okay, wir machen Deal. Du kannst eine einzige Katze haben. Eine. Und es wird ein Freigänger. Die soll hier nicht ständig drin rumlaufen, ja? Und ein Katzenklo wird es hier drin niemals geben. Egal, ob es jetzt hier so eine kleine Katze ist oder in 20 Jahren, wenn die sich irgendwo nicht mehr ihre Blase unter Kontrolle hat, ja, gibt's nicht. Gibt es nicht. Dann ziehst du dir halt später eine Windel an. Mietz, wo bist du? Mietz, ich habe ein neues Geschirr gekauft, dann können wir um die Häuser spazieren. Und ich mache dein Katzenklo noch sauber, bevor wir gehen. Warte. Jetzt habe ich mich überreden lassen, dass wir uns wirklich eine Katze holen. Aber die kommt nie und nimmer hier ins Bett. Niemals. Dann halt auf dem Sofa. Hallo Amigos, ich hoffe, dieser Comedy-Sketch hat euch gefallen. Vielleicht kennt ihr das ja selber mit euren Vätern, die eigentlich keine Haustiere haben wollten und dann irgendwie ihre Meinung doch geändert haben. Was meint ihr, wie meiner reagiert hat, als ich mit drei kleinen Babykatzen zur Pflege zu Hause stand, die voller Flöhe und Würmer waren? Ein paar Monate später war er dann sauer, weil ich für zwei davon ein neues Zuhause gefunden habe. Aber ich versuche halt nicht unbedingt mit 30 Katzen zu enden. Ich meine, es geht sehr in die Richtung, aber ich gebe mein Bestes, dass ich da nicht hinkomme. Schreibt ihr mir doch mal in die Kommentare, ob ihr Haustiere habt und welche. Ich habe zwei Katzen, ein Pferd, wobei das ja kein Haustier ist, und einen Goldfisch. Es waren zwei, aber leider ist vor kurzem einer gestorben, weil der sehr alt war. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, adios amigos.